Hallo liebe Metalheads, hier ist der Pivi von Rage und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de. Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Pommesgabel. Für die heutige Folge habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Meine liebe Kollegin Pia ist heute mit an Bord. Hi Pia. Hallo. Und ihr habt es schon am Intro gehört. Wir haben nämlich ein absolutes Urgestein des Heavy Metals Made in Germany zu Gast. Und tatsächlich kenne ich keine andere Band, die in solcher Regelmäßigkeit hochklassige Alben veröffentlicht hat, sich stetig dabei weiterentwickelt hat, aber trotzdem immer sich selbst treu geblieben ist. Und nach einem kräftigen Dreh am Besetzungskarussell präsentiert sich die Band nach vielen Jahren wieder als Quartett, das keine zwei Jahre nach dem eh schon tollen und dynamischen Wings of Rage wieder mit einem neuen Album um die Ecke kommt. Es ist das sage und schreibe 26. Studioalbum. Hört auf den lustren Namen Resurrection Day, erscheint am 17. September und Grund genug für uns, Pivi von Rage willkommen zu heißen. Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ja, sehr gut. Ich bin seit Tagen oder seit Wochen schon im Interview-Marathon. Und da ist das mal eine wunderschöne Abwechslung, vor allem, wo ich selber auch ein glühender Podcast-Fan bin. Beim Hören jetzt erstmal natürlich, ich habe noch keinen selbst gemacht und war auch selbst noch nicht Teil von einem. Freue mich auf jeden Fall drauf, das dann nachher schon mal dann fertig zu hören. Ja, finde ich ein super Medium irgendwie. Gerade jetzt, ich bin jetzt in den Pandemiezeiten noch gekommen, weil man hat ja so unfassbar viel Freizeit. Ist den ganzen Tag irgendwas am Machen. Ich bin ja auch Präparator und mache sehr viel Knochenpräparationen. Und wenn ich dann hier so am Rumfummeln bin, irgendwas am Montieren bin, dann ist es mal super gut, relaxend dabei irgendwie Podcasts zu hören. Und da bin ich völlig drauf gekommen sozusagen. Hast du denn einen Geheimtipp für uns? Was ist denn aktuell dein Lieblingspodcast? Außer Pommesgabel. Geheimtipps habe ich da gar nicht und schon gar nicht für Metal-Fans. Da gibt es ja so furchtbar viele noch nicht irgendwie. Also alles, was ich da bis jetzt kennengelernt habe, das kennt ihr sicherlich auch alle schon. Also kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen super Geheimtipps daherkommen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ihr veröffentlicht im September das 26. Rage-Album und wie gesagt, ich kenne keine Band, die so viele Alben herausgebracht hat. Musst du dir denn selbst so ein bisschen die Augen reiben, ob der Anzahl der Alben, die du jetzt in den letzten 35, 40 Jahren veröffentlicht hast? Ja, jetzt nicht erst seit heute, das ist ja schon seit einer ganzen Weile ziemlich beeindruckend. Und ich bin selber geflasht, wie viel Zeug da im Laufe der Jahre zusammengekommen ist. Ich kenne auch wenige Künstler, die da einen ähnlichen Output hatten. Vielleicht Frank Zappa oder solche Leute. Zum Beispiel, der, ja. Der hat ja 3 Alben im Jahr rausgebracht. Dadurch, dass der aber schon nicht mehr lebt, habe ich vielleicht noch Chancen, da aufzuholen. Ja gut, 3 Monate hast du noch bis zum Jahresende, um dann Resurrection 2 rauszubringen. Ja, wir haben tatsächlich noch ein paar Stücke im Petto. Wir haben mehr aufgenommen, als wir für das Album gebraucht haben. Da wird auch noch so ein kleiner Nachzügler kommen, wahrscheinlich im nächsten Jahr dann aber. Also es reicht jetzt nicht für ein ganzes Album. Ich schätze mal, das wird eine EP dann im nächsten Jahr, um die Tourneen weiter anzufeuern. Ich hoffe ja auch mal, dass das jetzt wieder losgeht mit dem Live-Spielen. Das vermissen wir schon ziemlich. Wir haben ja eine Tournee angesetzt für November, Dezember und hoffen inbrünstig, dass wir die auch so spielen können, wie wir es uns vorstellen. Ja, die Daumen sind gedrückt. Ja, das ist ja alles im Augenblick wieder in der Schwebe. Ne? Mal sehen. Ich meine, da kann wieder nichts prognostizieren. In die Zukunft, in die Glaskugel gucken wir gleich. Schauen wir mal kurz in die letzten 1,5 Jahre, denn da ist einiges bei euch passiert. Markus hat ein paar Monate nach der Veröffentlichung von Wings of Rage die Band verlassen. Was hat ihn denn dazu bewogen? Also das habe ich ihm hoch und heilig versprochen. Wir sind nach wie vor sehr gut befreundet miteinander. Und ich habe ihm hoch und heilig versprochen, dass ich das nicht öffentlich mache, was seine Gründe waren. Es sind rein private Gründe. Und die ermöglichten ihm das nicht weiter, hier mit uns professionell diese Band zu machen. Er musste im Januar schon letzten Jahres, musste er unverhofft wieder zurück nach Teneriffa ziehen, Deutschland verlassen. Da lebt seine Familie, seine Mutter. Dann kam ja der Lockdown dann nach dem ersten Teil der Tour. Wir konnten im Februar ja noch 3 Wochen spielen. Dann kam der Lockdown, wo wir gerade das hinter uns hatten. Und den nächsten Teil mussten wir dann schon streichen. Beziehungsweise verschieben es bis heute. Und im April letzten Jahres dann kam dann sein Anruf, dass er dann eben wirklich endgültig die Segel streicht. Wir hatten vorher noch die Hoffnung, dass man das noch irgendwie
auch über die Entfernung noch so hinkriegen und dass er das noch ewig mit eingebaut kriegt in seinen ganzen Scheiß. Hat dann auch gesagt, ey Jungs, ich kann dir da, euch das nicht mehr garantieren und ich würde, das wird die Band total aufhalten, weil wir hatten ja schon wieder, waren da schon wieder in den Startlöchern für die nächsten Schandtaten. Da hat er dann auch schweren Herzens aufgegeben und wie gesagt, man weiß ja nie, ob sich nochmal was ergibt irgendwie in der Zukunft, aber jetzt ist er auf jeden Fall, steht er der Band und der Musikwelt gerade nicht zur Verfügung. Mhm. Tut mir total leid für ihn und das ist für ihn, er hat auch echt wirklich eine harte Zeit jetzt da hinter sich schon und ja, ist einfach blöd. Gerade wo er eben auch mit meinem Freund ist, tut mir das umso leider irgendwie für ihn. Aber manchmal hat das Leben halt andere Pläne. Ne? Es gibt nicht nur die Musik. Ne? Es gibt ja noch andere Dinge im Leben, wo man dann eben für da sein muss. Naja, auf jeden Fall blieb uns dann auch nichts anderes übrig, als seinen frei gewordenen Posten dann mit Gene zu ersetzen. Stefan war schon vorher gesetzt gewesen. Das hatten wir schon mit Markus überlegt, dass wir die Band zum Quartett aufstocken wollten. Der Stefan hatte ja mit Markus in seiner Zweitband, der hatte ja noch so eine Dio-Coverband, Dio Legacy hießen die, oder heißen die. Da war der Stefan ja auch Gitarrist gewesen bei ihm und wir sind ja schon recht lange allesamt miteinander befreundet. Und die Idee hatten wir schon Ende 2019 eigentlich, dass wir die Band langfristig dann mal zum Quartett ausweiten wollten. Da ja diese Quartettphase der 90er Jahre eigentlich immer so, dass die Phase war, die unser aller Lieblingsphase war, wo wir uns auch mit unseren gemeinsamen Alben auch ein bisschen dran orientiert hatten. So. Mhm. Seit der Devil Strikes Again haben wir da ja ein bisschen mehr drauf stilistisch wieder angelehnt dran. Naja, und Stefan war dann schon mal gesetzt und als Markus dann eben aufgegeben hat, haben wir dann seine Stelle mit Gene besetzt. Und Gene, den kennen wir auch schon eine Weile. Der hat mit seiner anderen Band Angelink schon mal ein paar Mal vor uns gespielt gehabt. Da haben wir uns kennengelernt, schon mal schöne Partys zusammen gefeiert. Und ich wusste, dass das einfach auch ein super Kumpel ist, ein super Kerl ist. Toller Gitarrist auch. Was wir nicht wussten, ist natürlich, ob Stefan und Gene zusammen miteinander klarkommen. Da haben wir es dann einfach mal probiert. Aha. Und es hat sich herausgestellt, dass die beiden super gut miteinander können. Da ist kein Ego-Scheiß im Weg. Da sind keine Konkurrenzsituation so irgendwie entstanden zum Glück. Und die beiden arbeiten da sehr harmonisch und gut zusammen. Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, Sodom und Destruction haben es ja schon vor einigen Jahren vorgemacht und ihr führt die Tradition fort, also quasi aus einem Trio wird ein Quartett. Das gab es ja schon zu Beginn von Rage bzw. Avenger und ich glaube in den 90er Jahren bis zu der Welcome to the Other Side Scheibe. Was waren denn so deine ausschlaggebenden Gründe, das einfach nochmal so wie in den 90ern zu machen? Das Quartett der 90er hat bis an die Groß dran gehalten. Dann ist es ja während der Aufnahme auseinandergeflogen. Warum wir das nicht schon wieder eher gemacht haben, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das hat irgendwie, gab es da keinen größeren Plan hinter. Ich mag beide Besetzungen, ich mag auch genauso die Trio-Besetzung. Das ist für den einzelnen Musiker in so einem Trio ist es ein bisschen mehr Herausforderung. Da hat man noch mehr Platz, um sich da irgendwie breit zu machen. Aber gleichzeitig limitiert also eine Trio-Besetzung, gerade im Metal, auch speziell bei der Live-Umsetzung. Du machst ja meist im Studio immer ein bisschen größere Arrangements, als du mit drei Musikern gleichzeitig umsetzen könntest live. Ja. Und kommen dann meistens immer irgendwelche Einspielungen dazu oder irgendwelche Loops, die mitlaufen oder sowas. Das ist halt doch dann schöner, wenn man das richtig live auch spielen kann mit so einer Viererbesetzung. Mhm. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, warum der Schmier und der Tom das auch so gemacht haben, das weiß ich gar nicht. Ich hätte Tom jetzt mal fragen können, wir haben letztes Wochenende zusammen gespielt. Habe ich gar nicht mal gefragt, was ihn dazu bewogen hat. Ich denke mal, das ist eher Zufall gewesen. Das ist ja jetzt keine Tradition, dass jetzt alle deutschen Bands, die vorher Trios waren, auf Quartett aufstucken. Ich vermute mal eher, dass das ein Zufall ist. Also wir haben uns da nicht abgesprochen, auf jeden Fall. Jetzt sind ja, wie gesagt, Joe und Stefan neue Gitarristen bei Rage. Wie teilen sich die beiden denn die Gitarrenparts von Markus oder dann eben den vergangenen Rage-Gitarristen auf? Die Aufteilung überlasse ich den beiden so, wie sie das lustig finden, wie sie das möchten. Wahrscheinlich auch, wie es ihnen liegt oder wo sie am meisten Bock drauf haben, machen sie das. Bei den alten Songs und auch bei den neuen Songs haben sie sich das wunderbar untereinander aufgeteilt, bevor wir ans Aufnehmen gegangen sind, haben sie dann schon gesagt, du machst den, du machst den, du machst den. Wobei dann im Endeffekt dann doch beide die Rhythmusgitarren gespielt haben. Also jeder seine Spur. Aber sie haben so zum Beispiel die Solis untereinander aufgeteilt oder bestimmte Parts. Da sind ja irgendwie viele Harmoniegitarren, die da laufen, wo dann eben auch beide unterschiedliches Zeug spielen. Und je nach den Vorlieben der beiden haben sie sich das untereinander aufgeteilt. Wie gesagt, die harmonieren da wunderbar. Sie hätten nichts anderes gemacht ihr ganzes Leben, als miteinander zu spielen. Ja, finde ich klasse. Ne? Ich weiß nicht, ob die bei Exis war Stefan, glaube ich, auch als einziger Gitarrist. Ne? Ich glaube schon, ja.
Und ja gut, Gene hatte jetzt noch einen zweiten bei Angeling dabei, aber auch bei seiner anderen Band, der macht ja noch so eine Metalcore-Truppe, Rage and Ruins, da ist er auch alleine als Gitarrist, glaube ich. Also das hat einfach von selber gut hingehauen. Da musste ich mich gar nicht groß einbringen oder irgendwie was den beiden was vorgeben. Die haben das gegessen natürlich, das war auch keine, lange Diskussion. Die haben das so zwischen Türen an und sich gegenseitig so kurz ausgehandelt. Dadurch, dass noch einer mehr dabei ist, irgendwie, das merkt man gar nicht, dass da jetzt irgendwie einer mehr sich einbringt oder einmischt. Es ist einfach noch ein Kopf mehr, der da auch noch gute Ideen dazu beisteuert. Ne? Mhm. Ich habe wahrscheinlich auch weit mehr Songs geschrieben, als wir letztendlich brauchten für das Album, weil einfach viel mehr Ideen direkt am Tisch lagen. Deshalb jetzt auch bald die EP. Ja, und es liegt ja noch viel mehr vor. Wir haben ja noch gar nicht mal alles jetzt gemacht. Es gibt noch viel mehr so rohe Ideen, die noch nicht mal richtig als Demo bis jetzt ausgearbeitet sind. Also ich denke mal, das wird auch für die Zukunft kein Problem sein, da irgendwie tolle Alben zu machen. Allein was wir noch nicht ausgearbeitet haben, da sind schon ein paar richtig klasse Dinger bei. Weiß ich jetzt schon, dass die klasse werden, obwohl es die noch gar nicht gibt. Ich glaube, bei den Worten freut sich jeder Power-Metal-Fan. Ja, die gibt es jetzt nur als rohe Idee sozusagen auf meinem Handy oder auf Jeans Handy oder sowas. Und ich weiß aber jetzt schon, wie wir die zusammenbauen und richtig ausarbeiten, dass die geil werden. Wie ist es denn für dich, mit jetzt nicht zwei weiteren, sondern drei weiteren Musikern zu spielen, im Proberaum zu sein, auf der Bühne zu stehen? Ist es anders als vorher oder macht es keinen großen Unterschied? Ich bin das ja schon gewohnt gewesen. Früher hatte ich ja auch zweimal schon nämlich in so einer Quartettbesetzung gespielt. Insofern war das jetzt nichts Neues wirklich für mich. Was wirklich schön ist, dass es eben im Gegensatz zu früheren Quartettbesetzungen sehr, sehr stressfrei abläuft. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so eine Vier-Generationen-Band sind irgendwie. Mhm. Und die Rollen da irgendwie relativ gut aufgeteilt sind, dass da auch deswegen vielleicht weniger Konkurrenz Gedanken gibt oder sowas. Wir liegen alle 10 Jahre auseinander im Alter. Meine Rolle ist ja sowieso ganz klar vorgezeichnet. Lucky ist dadurch, dass er auch noch der Manager und Booker der Tour ist, hat er auch noch seinen ganz eigenen Stand in der Band irgendwie. Mhm. Und klar, als Schlagzeuger hast du sowieso immer schon so einen Sonderposten. Und auch die beiden Gitarrenjungs sind auch in der Organisationsstruktur der Band mit eingebunden. Als der Stefan ist im Booking mit drin, Gene ist in der Internetarbeit mit drin. Lucky hat ja seine eigene Agentur, Lucky Bob, aufgemacht schon vor Jahren. Das ist im Grunde alles entstanden und um Rage herum entstanden. Mittlerweile hat er natürlich noch viele andere Bands, auch im Rooster, mit denen die arbeiten. Aber im Grunde hat es mit Rage angefangen und Rage ist auch nach wie vor so dass der Hauptkunde, sag ich mal, weil kann man ja vom Kunde nicht reden, wenn man selbst Teil der Band ist. Irgendwie. Also es ist so unsere Family und alle bringen sich da wunderbar und ganz toll ein in das Ganze, um das Ganze nach vorne zu bringen. Da ist irgendwie ein ganz anderer Stimmung irgendwie so. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Besetzung in den 90ern mit Spiros und Sven Fischer an den Gitarren, Spiros Eftimiades und Sven Fischer an den Gitarren. Da bestand halt leider so ein gewisser Konkurrenzdruck zwischen den beiden und so. Und die waren sich persönlich nicht so toll miteinander, wie man das sich manchmal gewünscht hätte. Und da gab es halt eben oft Kribbeleien und einfach zusätzlichen Stress, der für die Musik nicht wirklich gut war. So, ne? Insofern ist es jetzt viel entspannter irgendwie. Also ich hätte jetzt keine Lust mehr auf so einen Quatsch wie früher da irgendwie. Ne? Kann ich absolut verstehen. Ist es denn eher so, dass sich Rage ein bisschen stärker oder hauptsächlich um dich dreht? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass die anderen, wenn du in 30, 40 Jahren mal aussteigst, weitermachen? Da habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das geht, irgendwie, ob das die Fans akzeptieren würden. Die Fans natürlich persönlich nicht falsch, wenn die Jungs weiter zusammenarbeiten würden. Die können auch gerne diesen Namen dann benutzen. Möglicherweise könnte man ja vielleicht den Gene, weil er ja auch ein guter Sänger ist, könnte man den vielleicht so als Zweitfrontmann aufbauen, dass der auch mal vielleicht in der Zukunft mal hin und wieder mal eine Nummer solo singt. Also habe ich schon mal so drüber nachgedacht, so meinen Nachfolger mir sozusagen so langsam aufzubauen. Weil ja, klar, ich bin wahrscheinlich, kann ich das auch nicht mehr bis zum Tag meines Todes machen oder hoffe ich auf jeden Fall, dass das möglich wäre. Aber das soll natürlich nicht jetzt in der Konsequenz halt haben, dass ich dann in 10 Jahren tot bin. Nein. Aber vielleicht bin ich einfach mal irgendwann einfach nicht mehr in der Lage, das zu machen, so rein körperlich, und hoffentlich lebe ich dann noch auch weiter und kann mir das noch angucken und vielleicht aus dem Hintergrund noch mitwirken als Songschreiber oder sowas. Und steht dann aber vielleicht nicht mehr unbedingt selbst mit auf der Bühne. Weiß ich nicht genau, wird man ja sehen. Das ist alles Zukunftsmusik. Im Augenblick ist das natürlich jetzt kein Thema. Wir wollen jetzt einfach hier
in der Besetzung, wie wir jetzt sind und in der Konstellation erstmal richtig durchstarten. Die Jungs sind heiß und voller Feuer irgendwie. Was wahrscheinlich bei 26 Alben noch nicht so vorgekommen ist, ist, so ein Album während einer Pandemie zu schreiben und aufzunehmen. Inwieweit hat euch denn die Corona-Zeit beeinflusst, gerade was Songwriting, Proben und so weiter betrifft? Ja, da gab es schon so ein paar Sachen, die wir jetzt anders machen mussten oder nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Zunächst mal musikalisch, glaube ich, hat das relativ wenig Einfluss gehabt, weil die Grundgerüste der Songs, die hatte ich schon Ende 2019 zusammen. Da war schon so für die meisten Songs die Grundakkordik, die Melodien, auch die Titel und so, Textkonzept, das stand schon soweit. Insofern haben wir das einfach nur aufgegriffen und ausgearbeitet mit der Band. Was natürlich nicht so einfach war, anfänglich konnten wir uns noch zusammen treffen. Da haben wir auch immer regelmäßige Jam-Sessions gemacht, dann habe ich mal so irgendwas in den Ring geworfen hier, das ist so das Grundgerüst, was fällt euch denn dazu ein? Und dann haben wir einfach rumgejammt und dann kamen ganz schnell tolle Ideen zusammen. Wir saßen so zu viert, jeder eine Akustikgitarre auf dem Schoß und haben dann da einfach mitlaufen lassen, wir haben das mitgefilmt, aber so gibt es lustige Filmchen. und haben dann da einfach mehr oder weniger gejammt, bis wir dann was Schönes hatten, was uns gefallen hat. Das waren dann so die Ausgangsbasics und so. Und daraus haben wir dann, haben wir angefangen, Demos zu machen. Da hat der Gene sich wunderbar eingebracht, weil der Einzige ist von uns, der Studiotechnik drauf hat. Er hatte schon ein kleines eigenes Studio zu Hause. Das haben wir dann noch ausgebaut. Da habe ich schön rein investiert ein bisschen, dass wir da jetzt sozusagen auch sowas wie unser eigenes Studio haben, zumindest für was Gitarren- und Gesangsaufnahmen angeht. Schlagzeug kannst du bei ihm nicht wirklich aufnehmen, das ist ein bisschen doof. Schlagzeug muss ja schon ein bisschen mehr Platz haben, guten Raum und auch mehr Krach machen können. Aber also die anderen Sachen haben wir jetzt auch bei ihm dann tatsächlich gemacht, obwohl wir ursprünglich vorhatten, mit der gesamten Band nach Spanien zu fahren, in das Studio von unserem Engineer, der Danny Gonzalez, der uns schon seit Jahren live mischt. Die Dinger davor, die haben wir ja mit Markus größtenteils gemacht und haben das dann von jemand Außenstehenden mischen lassen, beziehungsweise das letzte hat ja sogar, das Freaks of Rage, hatte ja sogar Markus dann erstmal gemischt, da der nun mal jetzt so weit weg war und das dann auch nicht möglich war, da mit ihm zusammenzuarbeiten, haben wir da uns jetzt halt was Neues ausgedacht, dass wir eben nach Spanien da wollten und das mit Dani aufnehmen wollten. Das ließ sich dann aufgrund der Pandemie so nicht umsetzen. Da waren zu dem Zeitpunkt noch keiner von uns geimpft und da gab es so viele Einschränkungen und Lucky hat es dann letztendlich gemacht, weil der wollte unbedingt sein Schlagzeug da aufnehmen, weil er dann ja wunderbare Räume hat, die richtig voll klingen. Der hat dann wirklich so einen Behörden-Spießrutenlauf da auf sich genommen. Ich weiß nicht, wie viele Papiere der da einholen musste und überall Quarantäne und ich weiß nicht was. Ist dann mit unserem Auto, mit unserem Transporter da runtergefahren alleine. Also er hat den Gene als Co-Fahrer dabei. Mhm. Die waren dann durchgeschlagen da und den auch verboten mit irgendwie, dass sie da aus dem Ausgehen sind, dass sie nicht hier die Seuche anschleppen in die Band, weil ich halt als mehrfacher Risiko, ich habe mehrfach Risikofaktoren und bin mir relativ sicher und mein Arzt hat mir dann auch gesagt, ich sollte echt aufpassen, mir dann nie einfangen, weil das könnte mich echt zerlegen, der Scheiß. Mittlerweile sind wir jetzt alle längst durchgeimpft und so, da ist das natürlich jetzt alles nicht mehr ganz so dramatisch. Jetzt hätte man das vielleicht machen können, aber da war der Zeitpunkt natürlich schon vorbei. Ja. So haben wir jetzt halt einen Kompromiss halt gemacht. Das Schlagzeug, wie gesagt, in Spanien aufgenommen, den Rest haben wir hier gemacht mit Gene. Und mal sehen, vielleicht können wir das beim nächsten Mal bewerkstelligen, dass wir wirklich dann alle zusammen sind, weil da das doch noch einfacher ist, wenn alle zusammen in einem Raum sind und man sich direkt dann da einbringen kann. Das geht alles schneller und es gibt nicht so viele Kommunikationsprobleme und sowas. Da sind noch ein paar Missverständnisse zwischendurch gewesen, die zum Teil sogar auch zu guten kreativen Ideen geführt haben. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, bei dem Song Traveling Through Time, das ist der basiert auf einem Gitarrenthema oder auf einem musikalischen Thema aus dem Renaissance-Zeitalter, also dem Mittelalter, von einem italienischen Komponisten, Giorgio Maniero heißt er. Und das habe ich schon sehr früh gelernt, so als kleine Übung. Ich hatte ja mit 9 angefangen, schon klassische Gitarre zu lernen. Ich habe das relativ früh gelernt, diese Melodie. Das ist im italienischen Raum sowas wie so ein Evergreen, sowas wie so ein Folklore, sowas. Ne? Wir haben dann über Zoom halt Songs geschrieben sozusagen und haben uns dann über Zoom ausgetauscht, weil wir uns dann irgendwann nicht mehr treffen konnten durch diese ganzen Restriktionen. Und weil es uns einfach auch zu einfach auch Schiss, dass wir uns von der Riese die anstecken. Klar. Bei Stefan, der auch da muss er auch sehr aufpassen und so. Da haben wir dann einfach gesagt, okay, dann lass uns das jetzt über Zoom-Konferenz machen. Und da habe ich das dann mal rumgeklimpert irgendwie, dieses Thema. Und der Gene fand das super interessant, fragte mich, was das ist.
gesagt, ja, das und das und das. Und ich habe da sogar auch schon ein paar Ideen, wie man da vielleicht auch was draus machen könnte, einen Song. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das zu Rage passt. Ne? Na, Papa, na Papp, ich mache da jetzt mal was draus. Ne? Zeig mir das mal. Habe ich ihm das alles vorgespielt. Und ja, ich pass auf, ich in 2 Tagen habe ich eine Demo fertig. Ne? Dann kam er tatsächlich rüber in 2 Tagen und da habe ich erst mal gemerkt, dass er mich völlig missverstanden hatte, was die Rhythmik anging. Hat das rhythmisch komplett anders umgesetzt. Was dann aber geil klang. Ich fand es dann noch interessanter als das Originalthema. Und das war dann so der Grundstock für den Song. Dann hat das natürlich dann das weitere Vorgehen auch mit beeinflusst. Und zum Schluss kam dann diese sehr geile Orchestrierung dazu von unserem spanischen Konzertmeister, der Pepe Herrero, der Dirigent vom Lingo Mortis Orchester. Mhm. Der hat sozusagen den Song wieder zu seinem Ursprung zurückgeführt. Und ja, mittlerweile ist das für mich auch eines der Highlights auf dem Album. Das hat ja, ist ja schon fast wie Filmmusik oder so. Ja. Ich habe auch reingehört und ich habe mir den Song auch wirklich mit diesem Aha-Feeling notiert, weil mich Traveling Through Time auch so ein bisschen an eure orchestrale Zeit eben erinnert hat. Genau, der hätte auch gut auf der 13 stehen können zum Beispiel. Absolut, definitiv. Recht. Bevor wir weiter auf die Musik eingehen, habe ich noch eine Frage zum Titel. Resurrection Day ist dann der Tag der Auferstehung. Was bedeutet der Titel für dich oder für Rage? Hat das irgendeinen tieferen Hintergrund, zum Beispiel, dass jetzt das Line-up sich geändert hat oder hat es vielleicht was mit der Pandemie zu tun? Was ist da der Hintergrund? Also nicht direkt. Ich hatte ja schon vorhin angedeutet, dass ich diese ganzen Ideen schon Ende 2019 hatte. Das war so der Ausgangspunkt gewesen. Mir ist dieser Song eingefallen, auch mit diesem Titel. Und dann habe ich überlegt, was ist das eigentlich? Was habe ich denn jetzt hier? Ne? Oft kommt einem da sowas intuitiv und dann weiß man das mal gar nicht, was man da jetzt eigentlich gerade, was für eine Idee man da auf der Spur ist sozusagen. Ne? Mhm. Da ich mich ja schon mein Leben lang für Anthropologie interessiere, kam mir dann die Idee, halt mal so eine philosophische Betrachtung der Menschheitsgeschichte da umzusetzen auf dem Album, wie so einen roten Faden, der sich durch die Texte zieht. Also angefangen in der Jungsteinzeit bis heute eben. Und der Resurrection Day wäre dann sozusagen der Endpunkt der jetzigen Entwicklung. Das wäre entweder der Tag, wo wir wie Phönix aus der Asche, sag ich mal, diese geschundene Erde wieder bewohnbar kriegen oder uns eine Zukunft sozusagen auch ermöglichen, eine lebenswerte Zukunft ermöglichen wieder, auch für die zukünftige Generation oder aber eben auch der Tag unseres Untergangs. Das haben wir ja jetzt in der Hand und je nachdem, wie wir uns jetzt entscheiden, welche Weichen wir jetzt stellen, da wird es dann hingehen. Und die ganze Geschichte, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass wir Menschen, sag ich mal, die Erde oder uns selbst auch an diesen zu diesem Punkt gebracht haben, das fängt für mich halt an in der Jungsteinzeit, so vor 10.000 Jahren, die neolithische Explosion sozusagen, als die Menschen übergegangen sind von Jäger-Sammlertum zu Ackerbau und Viehzucht, zum Sesshaftwerden. Philosophisch gesehen ist das ja eine Abkehr vom Leben mit der Natur, in der Natur, mit der Natur, zu einem sich wenden gegen die Natur und ein Eingreifen in die Natur. Man hat eben angefangen, die Natur zu manipulieren. Dadurch ist die Bevölkerung natürlich auch extrem explodiert, die Bevölkerungszahlen, was sie ja bis heute noch tun. Lebensraum wurde enger, die Leute fingen an, Besitz aufzubauen, zu horten. Dadurch entstand Neid, hier all diese ganzen Dinge, die vorher nicht so ein Gewicht hatten, weil eben alle gleich waren und auch keiner wirklich groß was hatte, was der andere wegnehmen konnte. Und die Gruppen auch so klein waren, dass es sich überhaupt nicht gelohnt hätte, für die sich untereinander zu bekriegen. Im Gegenteil, die waren aufeinander eher angewiesen. Aber als dann eben so viele Menschen gab, dann gingen die Menschen halt eben dann über sich untereinander zu töten und zu beklauen. Ne? Und darum auch so ein Titel wie Arrogance and Ignorance? Genau, ja. Das zeigt ja so ein bisschen so den Punkt, wo wir jetzt auch sind und die Konsequenzen, die wir jetzt auch daraus sehen, ne? Ziehen müssen, für mich, wenn ich mir das angucke, wie diese apokalyptischen Bilder, die man jetzt in den letzten Wochen überall sieht, entweder brennt die ganze Bude ab, Athen war kurz vor dem Brand, wieder, ne? Das sind ja wirklich apokalyptische Bilder, oder auch hier in Deutschland mit der Flut, das hat man ja nicht vorstellen können. Ne? Da haben wir natürlich selber ordentlich dran mitgestrickt, durch dieses Verhalten, dass wir eben gegen die Natur leben und uns im Grunde nur die Welt nur oder unsere Mitwelt nur benutzen, um Profit draus zu machen und dadurch eben alles zerstören immer mehr. Ne? Und naja, muss ich jetzt keinem erklären, wie das jetzt alles zusammenhängt. Ne? Das dürfte mittlerweile so dermaßen durch die Medien gegangen sein, dass es wirklich der Letzte mitgekriegt hat, die Zusammenhänge.
Naja, und das fand ich eine interessante Story, die dann eben im Resurrection Day irgendwann den Höhepunkt findet. Der kann positiv oder negativ sein, das hängt jetzt in unserer Hand, das ist Zukunft. Darum auch so ein Titel wie Man in Chains? Man in Chains beschreibt die Situation zum Mittelalter, wo die Menschen halt geknechtet von der Kirche runtergehalten, niedergehalten wurden. Ne? Das waren so die ersten selbst auferlegten Ketten, wo dann eben einzelne Gruppen anfingen, die andere größere Gruppen zu unterjochen halt. Ne? Also alle diese Entwicklungen, die heute auch noch großen Einfluss haben auf den Ablauf hier der Dinge in unseren Gesellschaften. Ne? Das Erste, was mir auch vom neuen Album quasi natürlich ins Auge sprang, war das Artwork, was ich für Rage-Verhältnisse sehr außergewöhnlich finde. Wenn man quasi so die vergangenen Rage-Alben in eine Reihe legt, dann, also speziell die letzten, dann sind die ja eher düster gehalten. Und Resurrection Day sticht ob der grellen, wirklich bunten Farben ja deutlich heraus. Worin lagen denn die Gründe, dass du dich für solch ein Artwork entschieden hast? Oder wie steht es in Verbindung zu den Songs? Also in erster Linie habe ich dieses Bild vor Augen, also diese Szenerie, die auch in dem Titelsong beschrieben wird. Unser Soundschilder, der ist ja vielleicht in Rage-Fans bekannt, unser Maskottchen, dieser Biomechanoid, der ja auch schon auf der Wings of Rage schon so über den Gräbern der missbrauchten Toten, der namenlosen Toten, und ist auch ein Song da, Nameless Grave, der gibt's da drauf. Da wacht er ja schon drüber und jetzt kommt er halt mit diesen ganzen namenlosen Toten, die halt den Preis für die Selbstsüchtigkeit der weniger Herrscher, sag ich mal, bezahlt haben. Die kommen jetzt aus so einem Vulkan herausgestiegen und läuten solche, sag ich mal, diesen Tag der Auferstehung ein. Gibt es ein saures für die einen und gutes für die lang Unterdrückten sozusagen. Diese Szenerie habe ich im Grunde unserem Covermenschen, unserem Künstler, das ist der Stan Decker aus Frankreich, ich habe nur so dieses Bild am Telefon einfach mal erklärt. Dann hat er auch sofort wohl eine Vision. Dann sagt er, ja toll, da kann ich mir was vorstellen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, okay, dann hast du jetzt freie Hand, mach mal einfach, schlag vor, ich kann dir die Details jetzt auch nicht so gut sagen, weil ich da auch nicht so ein optischer, visueller Mensch bin, der, sag ich mal, das alles schon so hätte genau sehen können, wie man da so ein Bild eben kreiert. Und der hat dann das Ding angeschleppt und wir fanden es alle sehr geil sofort und haben ihn da einfach machen lassen. Und dann, so ist es halt entstanden. Es ist von den Farben natürlich ein bisschen knalliger als die Sachen vorher. Schließt ja auch schon sehr gut an die Wings of Rage. Definitiv. Und gerade musikalisch finde ich es, wie schon eingangs erwähnt, wirklich erstaunlich. 26 Alben und trotzdem klingt Rage nach wie vor unfassbar frisch, ob es jetzt am Line-Up oder den neuen Ideen liegt. Denn bereits das eröffnete Titelstück, es gibt da sehr viel Power, Highspeed-Passagen, aber trotzdem einen sehr, sehr hymnischen Refrain, was zum Mitgrölen anregt und generell eigentlich musikalisch alles, was man irgendwie von Rage nicht erwartet, aber was man sich wünscht. Ja, super. Schön gesagt. Ja, das ist sehr, sehr nett gesagt. Das ist ja, dann hätte man ja alles richtig gemacht, was man nicht erwartet, aber sich trotzdem wünscht. Toll. Wir haben ja jetzt quasi schon mal ganz kurz in die jüngste Rage-Vergangenheit sowie in die Gegenwart geguckt und Pia, du hast noch eine Frage. Genau, wir haben es ja schon mal anklingen lassen eben, wenn man so ein bisschen in die nebulöse Zukunft schaut, von der jetzt niemand weiß, okay, können Konzerte tatsächlich stattfinden in den kommenden Monaten, was kommt dann auch auf uns zu, aber wenn wir mal so ein bisschen Wünsch dir was spielen dürften, was für Pläne hast du denn für Rage für die kommenden, ich sage jetzt mal 12 Monate? Ja, also wir haben ja schon mal jetzt vorgearbeitet, haben eine Tour geplant, angekündigt auch. Und ich hoffe natürlich, dass die Fans dann auch gerne dahin kommen und sich auch trauen. Ich hoffe, dass bis dahin einfach, ich sag mal, so diese Grundstimmung oder die Grundsituation nicht nur in Deutschland, da wir europaweit touren in den drei, vier Wochen, da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass wir auch grenzüberschreitend arbeiten können. Ne? Also wär das natürlich wichtig, dass sich überall in Europa die Menschen impfen lassen, die Politiker auch ein Einsehen haben, dass diese rein nur auf die Inzidenzzahlen zu schauen, dass das vielleicht nicht unbedingt der Stein der Weisen ist, sondern dass man einfach die Gesamtsituation viel mehr beurteilen muss, um halt, sag ich mal, die Gefährlichkeit oder Nicht-Gefährlichkeit von solchen Konzerten einschätzen zu können. Bis jetzt sehe ich halt so, dass gerade in Deutschland ja viele Politiker eben da sehr
nach Schema F gehen, die wollen dann auf Sicherheit bloß nicht jetzt irgendwas ändern und so. Ne? Das ist ja auch schon schön einfach, dass man anhand von irgendwelchen Zahlen, von den Inzidenzzahlen einfach sagen kann, okay, bis hierhin gilt das, bis dahin gilt das. Haben sie ja schon gemacht, ihre Regeln dann sozusagen. Ne? Und ich finde nur halt, dass die Situation mittlerweile nicht mehr da 1:1 drauf passt. Das war vielleicht vor einem halben Jahr noch oder vor einem Dreivierteljahr war das sicherlich, hat das funktioniert. Aber jetzt sollte man da schon noch mehr Kriterien mit in die Waagschale werfen. Absolut. Und, je mehr Leute sich dann hoffentlich auch bis zum November geimpft haben, desto besser wird diese Gesamtsituation ja dann auch. Ne? Das liegt ja auch nicht in unserer Hand. Es könnte sich so eine Situation ergeben, dass die Konzerthallenbetreiber, die sind ja da die Hausherren sozusagen, dass die dann einfach sagen, es kommen hier nur Geimpfte rein oder Genesene und mit Scheiß auf die Tests, die sind zu unsicher, das gilt hier nicht bei uns. Ne? Wenn das zum Beispiel so wäre, dann wären natürlich die Leute im Nachteil, die sich bis dahin noch nicht haben impfen lassen. Mhm. Weil ich letztendlich aushabe, man hat jetzt wirklich medizinische Indikatoren, dass man da sagt, das könnte für mich wirklich riskant sein. Wobei ich eigentlich kaum einen Grund sehe, was daran wirklich riskant ist. Riskant ist vielmehr, sich diese Krankheit zu holen, als diese paar Nebenwirkungen, die, sag ich mal, durch so eine Impfung entstehen können. Wer Angst vor einer Impfreaktion hat, das kann ich nie nachvollziehen, weil mal zwei Tage der Arm wehtut oder so, oder man mal vielleicht zwei Tage ein bisschen sich schlappig fühlt und sowas, ist doch kein Kriterium, um dafür irgendwie die Gesellschaft weiter vor die Wand laufen zu lassen. Und alle diese Argumente, die Leute da anführen, die sind für mich scheinheilig. Das ist Bullshit. Ich kann nur an jeden appellieren, informiert euch und macht das einfach. Er macht es nicht nur euch selber viel einfacher, ihr macht es der gesamten Gesellschaft viel einfacher und wir alle wollen doch wieder in die Normalität kommen. Wir wollen wieder arbeiten, wir wollen wieder das machen, was wir erleben. Ihr wollt ja auch wieder Konzerte sehen. Richtig. Ganz genau, ja. Das geht halt einfach nicht, wenn man da sagt, ich mache da aber nicht mit. Und das würde nicht zugelassen sein, diese Impfstoffe, wenn das nicht so sicher auf jeden Fall schon mal ist. Und man muss ja auch bedenken, die Dinger sind ja nicht innerhalb von 9 Monaten jetzt entwickelt worden. Die ganze Grundlagenforschung dafür, die gab es schon seit Jahren. Insofern kann man der Sache schon vertrauen, finde ich. Ich meine, ganz im Ernst, stellt euch mal vor, es gäbe für all diese ganzen pandemischen Krankheiten gäbe es keine Impfstoffe, dann gäbe es uns alle doch gar nicht. Dann wären wir doch alle schon wahrscheinlich größtenteils ausgestorben. Und es macht einem letztendlich auch vieles einfacher, weil eben viele Dinge werden für Ungeimpfte wahrscheinlich zwangsläufig schwieriger werden, weil viele Leute von ihrem Hausrecht eben Gebrauch machen werden, um nicht dicht gemacht zu werden. Man kann jeden Clubbesitzer, jeden Restaurantbetreiber verstehen, der dann sagt, irgendwie, ich lasse hier nur Geimpfte rein, sonst machen die mir den Laden zu. Was wir absolut verstehen können. Ja. Insofern hoffen wir einfach mal, dass wir Rage auf jeden Fall so schnell wie möglich dann ja im November dann live sehen werden. Kommen wir leider schon zur letzten Frage, mein Lieber. Unsere obligatorische Frage allerdings, was ist denn dein aktueller Lieblingssong? Was ist dein Ohrwurm, der dir seit Tagen nicht mehr aus dem Ohr geht? Oh, Ohrwurm, der mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht. Uiuiui. Oh, was sag ich denn da jetzt spontan? Marcel, sag doch mal deinen erstmal. Kein Mist erzählen. Nein, alles gut. Also mein Lieblingssong derzeit ist Joe Cocker with a little help from my friends. Das ist ein Beatles-Song. Und deiner, Pia? Meiner ist von You Said Silence, You Only Live Once. Ist schon ein bisschen älter. Aber nicht so alt wie dein Song, Marcel. Das stimmt. Und deiner, Pivi? Kannst auch einen von Rage nehmen, ist okay. Ja gut, die Dinge habe ich natürlich zwangsläufig im Kopf, weil die jetzt noch so frisch sind, weil wir die auch gerade wieder einproben. Mhm. Da müsste ich dann Monetary Gods nennen, das habe ich im Augenblick halt, weil ich es gerade lerne wieder. Ich habe es mir jetzt gerade aufgeschafft, ich habe vorhin noch ein bisschen Bass geübt. Das ist ja unser zweites Single, dann werden wir die auch ins Live-Programm schon aufnehmen und deswegen morgen ist wieder Probe angesetzt, dann muss ich das drauf haben. Ja, ich hoffe natürlich, dass auch die erste Single Virginity dann mit ins Live-Programm aufgenommen wird. Aber wir haben das schon gemacht, wir haben ja letzte Woche schon unsere erste Show wieder gespielt, seit 10 Monaten in der Tschechei, in Ostrava auf einem Festival. Aha. Das war echt was ganz Besonderes da. In der Tschechei gibt es offenbar die Pandemie nicht mehr. Da waren nur Restriktionen. 6.000 Leute, alle zusammengefercht irgendwie. Also nicht zusammengefercht, aber die standen alle halt. Da gab es keine Platzbeschränkungen, keine Maskengeschichten und sowas. Ja, die waren natürlich auch geimpft, genesen, getestet, schätze ich mal. Wie gesagt, der Ort hieß Ostrava. Falls das einen interessiert, könnt ihr mal gucken. Da gibt es so diverse
mitgedrehte Videos. Sehr, sehr gerne. Auch in die Shownotes. Ja, definitiv. Und das wird ja auch wahrscheinlich nicht der einzige Song sein, den wir von Resurrection Day dann im November dann live hören werden. Nein, da werden wir natürlich schon ein paar mehr mal reinbringen. Klar, die Tour ist natürlich unter dem Motto dann auch Live Resurrection heißt sie. Ja, wir sind ja vorher dann auf dem Monday Rock Art Festival. Und dann werden wir da auch schon Sachen spielen von. Das ist sozusagen die Live-Premiere offiziell, weil da auch der Veröffentlichungstag ist von dem Album. Ja, perfekt. Könnte also besser und passender nicht sein. Insofern, Pivi, ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du uns einen kleinen Einblick in Resurrection Day gegeben hast, auch in die letzten anderthalb Jahre von Rage und uns wirklich sehr, sehr rosige Zukunftsaussichten präsentierst. Und jetzt wieder verspätet, tut mir leid, fällt mir was ein, was ich noch in letzter Zeit viel gehört habe. Und zwar, gerne. War ja jetzt gerade wieder aktuell das schwarze Album von Metallica, Sad But True. Das hatte ich jetzt in letzter Zeit ziemlich viel im Kopf gehabt. Ja. Ihr Lieben da draußen, Pivi Pia und ich sagen, gehabt euch wohl, bleibt gesund und wie gesagt, Pivi, dir nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du Teil unserer Pommesgabelgeschichte bist. Ja, ich danke euch vor allen Dingen, Evi, und nochmal alle herzlichsten Grüße an alle Fans, alle Zuhörer und ja, wir können es kaum erwarten, euch wiederzusehen. Nach so langer Zeit. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lasst euch alle gut gehen, ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.